Hallo und herzlich willkommen zu The Hunter. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr das hier sehen werdet, denn ich hatte gerade mal ein bisschen Lust, das Spiel zu spielen. Dachte mir, ich kann nebenbei doch einfach auch mal aufnehmen. Ich bin Level 23 in diesem Spiel. Ich habe circa 60 Stunden Spielzeit, glaube ich, und kann das Spiel aber eigentlich gar nicht richtig. You know, I spotted some tracks earlier. Close to where you're at right now. Okay, danke schön. I'll send the coordinates. Ja, ich bin ja auf Leighton Lake, glaube ich, heißt die Map. Ich habe hier vor, ich weiß gar nicht, vor über einem halben Jahr mal ein bisschen gespielt. Hier sind immer noch irgendwie so Punkte, wo ich was erschossen habe. Ich bin hier mal irgendwie so einem Kojoten in diesem ganzen Gebiet 2 Stunden hinterhergelaufen. Diese ganzen Gebiete, die ich gefunden hatte, so wo die Tiere so fressen und trinken, so, das ist irgendwie alles weg. Das habe ich hier nicht mehr auf der Map. Keine Ahnung, ob es da mal irgendwie Resets gibt oder sowas. Ja. Ich würde sagen, ich renne einfach mal los und guck mal, was ich so finde. Und ja. Ich würde dieses Spiel eigentlich so gerne richtig können. Aber ja, ne, wie eben schon gesagt, ich bin 2 Stunden im Kojoten hinterher, weil ich nicht so recht wusste, wie man ein Tier verfolgt. Der ist eigentlich nie stehen geblieben. Ich weiß nicht so recht, wie man mit diesen, diese Caller, wie man mit denen arbeitet. Das weiß ich nicht so richtig. Aber ja, wenn da Leute dieses Spiel hier richtig gut können, ihr könnt mir gerne mal ein paar Tipps geben. So, für Anfänger. Ein Truthahn. Oh! Landet der da vorne vielleicht wieder? Ich hab den nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt schon bitter. Habe ich hier noch eine aufgescheucht? Ich habe gerade schon wieder was gehört. Ich habe es ja gesagt, ich bin nicht sehr gut da drin. Okay, verfolgen wir einfach mal so eine Spur. Vielleicht finde ich ja was. Warnruf von einem Weißwedelhirsch. Dann ist auch die Truthahnspur, glaube ich. Scheinen einige zu sein. Ich versuche jetzt mal die Weißwedelhirsche eher zu verfolgen. Ein Schwarzbär. Be careful when hunting black bear. Not only are they unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Fortunately, they'll probably notice you before you them and will keep their distance. Ich weiß auch nicht, in welchem Tempo man sich so bewegen sollte. Ich habe mir in einem Video gehört, dass solange unten rechts da bei diesem Lautsprechersymbol und wenn ich nicht allzu nah dran bin, ist es noch okay, solange es nicht in den roten Bereich geht. Hunter wäre halt auch so ein richtig cooles Streamspiel, so, weil ne, man kann es nebenbei mit dem Chat vielleicht ein bisschen quatschen, die können ja auch ein bisschen was erklären. Und ja, so schön chillig zum Quatschen eigentlich. Da habe ich die Spur halt schon wieder verloren, ne? Ich sehe schon wieder keine passenden Spuren. Da ist ein Bärchen. Müssen wir das alles echt nochmal reinlesen? Ich weiß auch gar nicht mehr, was bei einem Bären, wie man den rankrollt, mit welcher der Pfeifen. Oder mit der Hasenpfeife. Da ist ein Schwarzbär. Ist halt die Frage, mit welcher Waffe? Mal ganz kurz gucken. Okay, für Großwild ist die mit einem Schuss. Nee, ich kann den hier mit. Ich muss das mit dem Fernlassen, Mann, das ist echt blöd. Ich habe jetzt ein Video gesehen von einem über den Max-Level. Das ist halt so viel einfacher alles. Okay, versuchen wir den Bären mal ein bisschen zu umschleichen. Ich bin so dumm hinter denen. Ich müsste ihn eigentlich von der Seite treffen. Mega nah dran. Ja, viel zu nah eigentlich. Zack. Und ich habe ihn direkt erledigt. Und da war auch noch ein Hirsch.
Boah, wir haben einen Bären one-hitted. Ja, nice. Okay, ich glaube, ich habe noch nie so erfolgreich einen Bären gejagt. Ich war noch nie so dran an einem Bären. Trophäe bestätigen. Ein schöner Bär. Okay, ich habe einfach alles durchballert. Leber, Lungenflügel links, Muskeldarm, Magen. Verwertungsprüfung. Ich habe, glaube ich. Ah doch, ich habe alles geschafft. Alle Voraussetzungen erfüllt. Nehmen. 1393 Geld. Ja, cool. Genau, jetzt haben wir das. Das habe ich jetzt auch gelernt. Man sieht halt, wenn man auf was geschossen hat, wenn das hier erscheint, dann stirbt das Tier oder ist das Tier tot. Und man darf halt in diesem Bereich, glaube ich, drei Tiere. Nee, zwei Tiere töten. Nach dem dritten verschwinden hier die Ruhegebiete und sowas, wenn man die entdeckt hat. Gucken wir doch mal, was wir sonst noch so finden. Ja, jetzt circa. Ich habe jetzt 25 Minuten Aufnahme. Geht sicher schneller, wenn ich bedenke. Ich gucke immer bei den Jungs von Peetsmeet, die The Hunter Challenges. Was die da in einer halben Stunde manchmal alles platt machen, weil die durch die Gegend düsen mit ihren Quads und sowas. Da denke ich mir echt immer, ich mache irgendwas falsch. Spiele ich das Spiel irgendwie verkehrt? Ich finde so Challenges, wie die Jungs das machen, halt auch mega interessant. Ich habe leider nicht so viele Leute, mit denen ich sowas machen kann. Das finde ich immer ein bisschen schade. Irgendwie, weil vielleicht mache ich ja doch irgendwann mal einen Stream. Vielleicht kann man dann auch so zuschauermäßig irgendwas machen, wenn Leute Lust darauf haben. Wäre, glaube ich, ganz cool. Okay, hier ist auf jeden Fall eine schöne Übersicht. Aber hier ist weit und breit gerade kein Tier zu sehen. Ich stehe mal auf und laufe mal ein bisschen schneller. Vielleicht entdecke ich ja irgendwas an der anderen Seite vom See. Ich glaube, da habe ich gerade einen Elch gesehen. Ja, scheiße. Den habe ich verscheucht. Aber vielleicht. Okay, ich glaube, das habe ich komplett verkackt. Den habe ich nicht getroffen. Ja, da wäre noch einer gewesen. Das habe ich komplett verkackt. Vielleicht kriege ich sie ja irgendwie verfolgt. Ich habe auch mein Gewehr nicht richtig eingestellt, da stand nur auf 75 Meter. Immer auf das Fern, das Wechseln ist echt schwierig. Was ist nun ein Elch? Die, da. Kann ich den nicht anvisieren? Oh, er ist auch auf der Flucht. Na, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, also wenn ihr generell ein paar Tipps habt, so was sollte man am Anfang auf jeden Fall kaufen oder welcher Skill ist irgendwie so besonders gut zu lernen. Gerne alles raus damit. Ich habe den getroffen. Ich habe den echt getroffen. Vielleicht, ja gut, Blutung sehr niedrig. Ich habe ihn nicht gut getroffen scheinbar. Aber ich habe ihn getroffen. Ding ist, ich bin dummerweise jetzt an den See gegangen, bei dem ich halt vor einem halben Jahr oder so schon mal gejagt habe. Jetzt weiß ich nicht, was von den Kreisen da jetzt aktuell ist, falls das Tier doch gestorben ist. Aber Blutungsgrad sehr niedrig. Da oben stehen auch die Prozente, 75 bis 100. Der wird nicht tot sein, oder? Also ich müsste das eigentlich doch. Kann ich das oben sehen? 75%, 100%? Oder ist das nur, wenn ich den halt gerade getrackt habe, dass ich sehe, wie viel der gerade hat? Dann sieht es immer noch Blut. Sehr niedrig. Blutstoff 50 bis 75%. Aber so. Ist auf jeden Fall ein bisschen runtergedroppt. Ich weiß halt nicht, ob man dann halt, wenn man den Blutspur hat, ob man die weiter so schleichend verfolgen sollte. Oder eben einfach hinterher und wenn es dann nicht mehr blutet, merkt man, dass es nicht tot ist. Da ist sie. Doch bestimmt unsere angeschossene Dame. Ich würde sie jetzt gerne hier mal tracken. Aber. Ganze Gestrüpp auf dem Weg. Nein, sie stand gerade so schön. Denken Sie, ich weiß jetzt auch nicht, wo genau sie lang gegangen ist. Ne, schade, ich habe meine Chance verpasst. Die ist, glaube ich, über alle Berge. Die wird vermutlich irgendwo da hinten in den Wald reingegangen sein. Die Spuren, die hier halt überall sind, das sind irgendwelche Alten. Ne? Ich habe hier immer noch die Blutspur. Das ist eine Stockente.
Da sind ganz viele Enten. Ja, ich kann ja mal versuchen, da rumzuschleichen. Ich glaube, die schießt man mit dieser Flinte hier. Cacciatore oder irgendwie so, wie man die auch immer ausspricht. Ja, kann man, denke ich mal, aber auch mit dem normalen Gewehr schießen? Ich muss mir das echt nochmal angucken, wo das steht. Ich meine, in dem Video, was ich ge. Oh, was bist du denn? Ein Ah, Hunt Roosevelt Elk, I Goosefoot-Pitty. see. Roosevelt's a big fella, but its good sense of smell and hearing make it tricky to hunt. Oh, der sieht so schön aus. Die Enten noch da? Ja. Was ist denn ehrlich? Wenn wir jetzt schießen, sind halt die ganzen Enten weg. Oh. Und The black-tailed Schwarzbild. deer are one of the easiest animals in the reserve to hunt. Still, be Die gehen wary hier of aus your dem Wasser noise and the raus. wind direction, as their senses are quite good. Okay, war direkt neben mir noch einer? Okay, die Enten sind auch über alle Berge. Okay, schauen wir mal, ob ich was. Oh, da ist sie. Hat geklappt. Ich habe sie gut getroffen. Also entweder ist sie das jetzt oder das ist das letzte Tier, was ich vorhin gesucht habe. Okay. Die Tiere sind echt so schön gestaltet, ne? So schön. Also, ne, Realität. Also, ich würde nie im Leben so ein Tier abschießen. Ne? Das ist halt nur ein Spiel, aber echt schön. Ja, doch, alles hier wieder volle Wertung. Aber ich habe keine Trophäenwertung. Obwohl die alle Voraussetzungen erfüllt habe. Ja, gut, das ist halt. Ich glaube, die Weibchen von denen sind nicht so doll. Ich habe auch wieder hier. Warte mal, wie geht denn das jetzt nochmal? So. Ich habe auch wieder echt blöd getroffen. So schräg rein. Ich muss eigentlich hier einen Blattschuss machen, dass das hier durch die Lungen geht oder das Herz trifft. Ja, zwei Tiere. Ich bin jetzt bei 45 Minuten Aufnahme. Okay, dann gucken wir doch nochmal ein bisschen weiter. Ich würde gern drei Tiere irgendwie kriegen. Jetzt sind die Enten ja noch da, aber ich, dank dem Schuss bezweifle ich das. Ja. Versuch mal. Nehmen wir den Caller. Steht auch direkt da hinter dem Baum. Oh Gott, war das laut. Hallo! Steht da einfach der Ich? Hinzu kriegen wir jetzt natürlich nochmal Premium. Oh lol. Okay, jetzt die Frage, habe ich ihn getroffen? Steht auf einmal dieses blöde Reh neben mir, dieser Hirsch. Nee, natürlich ist jetzt gemerkt, hätte ich auch auf den schießen können. Ja, ich habe den Elch gekriegt. Also wenn das eben auch ein neuer Elch war, der vorherige, dann habe ich drei Tiere mit jeweils einem Schuss getötet. Das passiert mir nicht so oft. Guckt euch das schöne Tier an. Den habe ich vorhin angeschossen. Zwei Schuss. Ah, dann habe ich den männlichen getroffen. Na, dann haben wir den ja doch noch gefunden. Ja, John. Annehmen. Aber ich muss jetzt hier, glaube ich, mal aufhören zu ballern. Hier ist nämlich schon alles. Ich müsste eigentlich komplett woanders hingehen. Hier schießen bestimmt auch alle über alle Berge. Hier ist noch so ein kleiner See. Vielleicht sind hier so ein paar Trinkgebiete. Okay, da trinken Schwarzwedelhirsche. Zwei Weibchen, ruhig, aufmerksam. Okay, das hat mich schon gehört. Wenn die da stehen bleiben, nicht dann von der Seite reinschieße. Müsste das eigentlich gehen? Die sind ungefähr 150 Meter weiter weg, laut dem Ding. So, mal gucken. Okay, das habe ich direkt gekillt. Und das auch. Beide erwischt. Nice. Wieso funktioniert. Okay. Also ich laufe ziemlich viel durch die Gegend, aber ich schieße die Viecher viel besser ab als früher.
Also früher habe ich die angeschossen, auch so auf die Weise versucht und die sind halt nicht direkt umgekippt, sondern erstmal noch 3000 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich sie entweder verloren oder dann lagen sie, ja, auf dem anderen Ende vom Wald hier. Ja, Mädels. Ich habe auch wieder alles zerstört, ne? Ich schieße das echt immer so schräg und nicht da durch die Lungenflügel, sodass ich immer alles kaputt mache. Ist da hinten noch was? Ah, okay, der hat mich gehört. Schade. Den habe ich zu spät gesehen. Und das, obwohl ich geschossen habe. Sollen wir die noch versuchen? Oder ihn hier? Zack. Getroffen habe ich ihn. Frage ist jetzt, hat es ausgereicht? Eine Losung? Ich habe den nicht getroffen scheinbar, oder? Doch, Blutspur, sehr niedrig. Haben nicht gut getroffen. Janu müsste aber eigentlich gepasst haben. Mal gucken, ob wir den noch finden. Aber er ist gedroppt. 50-75%. Ist ja runter. Naja, ich glaube, eben ist kein tödlicher Treffer gewesen. Der dürfte eigentlich nicht umkippen. Oder? Ach, der droppt. 25 bis 50. Es dauert nur länger scheinbar. Solange der droppt, ist noch gut, glaube ich. Also ich hoffe mal, das stimmt halt so, wie ich mir das denke. Wenn nicht, korrigiert mich mal bitte. 0 bis 25%. Das heißt, er könnte jetzt tot sein. 0 bis 25. Da ist er. Da ist er. Noch ein Schuss in Muskeln. Was? Ein lebenswichtiges Organ getroffen. Okay, ich habe ein lebenswichtiges Organ getroffen. Ich habe... Ach so, nee, ich habe nur... Ach so, darum. Oh, lol. Ja, wo habe ich denn mal reingeschossen? Ja gut, wir haben ein bisschen tief der Schuss. Ja gut, war doch vielleicht ein bisschen weit weg. Bullet Drop. Naja. Aber okay, das ist das einzige Tier, wo ich nicht perfekt in Anführungsstrichen getroffen habe für die Verwertungsprüfung. So, ich bin jetzt hier wieder bei einer Lodge angekommen. Das war doch eine ganz erfolgreiche Jagd. Das ging besser, als ich dachte. Also so schlecht, wie das angefangen hat. Haben wir jetzt gewischt. 3 Schwarzwedelhirsche, 2 Elche, einen Bären. Das war doch ganz gut. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Und das ist ja doch ein bisschen aufwendiger, in Anführungsstrichen, anzunehmen, weil es länger dauert als so zum Beispiel Kena. Und ich schneide das hier vermutlich auch noch ein bisschen zusammen, um den Leerlauf so ein bisschen rauszunehmen. Wir müssen ja nicht gucken, wie ich da 10 Minuten lang schweigend durch die Gegend laufe. Ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich würde das Spiel gerne richtig lernen. Also Tipps gerne her damit. Okay, dann sehen wir uns in einem anderen Video. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Tschüss.